So ziemlich jeder Mensch, der sich für den ESC interessiert, hat es mitbekommen, dass Madonna beim ESC richtig schön ins Klo gegriffen hat. So einige Töne hat sie überhaupt nicht geschafft. Könnte es vielleicht daran gelegen haben, dass Madonna nicht weiß, wie sie ihr eigenes Lied zu singen hat? Ich glaube nicht. Madonna hat Like a Prayer schon über 7 Milliarden Mal gesungen in ihrem Leben. Könnte es aber dann sein, dass sich Madonna vielleicht gar nicht selbst gehört hat? Hä, wie kann man sich denn selber nicht hören? Ja, das ist so ein Phänomen, wenn man auf der Bühne steht. Man meint immer, das ist so laut, man müsste das ja hören. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn man auf der Bühne steht, dann hört man sich selber gar nicht. Deswegen gibt es solche spannenden Sachen wie In-Ear-Monitoring. Das sind so kleine Kopfhörer, die man im Ohr hat, damit man sich selber singen hört. Daran lag es aber auch nicht. Das, was Madonna zum Verhängnis wurde, war das sogenannte Autotune. Autotune ist ein Gerät, was man einfach gesagt zwischen Mikrofon und Mischpult klemmt. Und dieses kleine Gerät sorgt dafür, dass Menschen, die vielleicht nicht so geübt sind im Singen, die jetzt keinen Gesangsunterricht hatten oder so, dass diese Menschen auf einmal richtig schön gerade singen können. Diese Box sorgt also dafür, dass schiefe Töne gerade gezogen werden. Aber warum hat das denn dann jetzt nicht funktioniert, wenn die Box dafür da ist? Das lag daran, dass sie falsch eingestellt war. Wenn wir uns jetzt an unseren Musikunterricht zurückerinnern, dann wissen wir ja, dass es verschiedene Tonarten gibt. C, D, E, F, G, A, H, C, wahrscheinlich schon mal die meisten mitgekriegt. Und dann gibt es dazwischen auch noch welche. Und damit aber nicht genug, dann gibt es ja noch Dur und Moll. Zu jeder dieser Tonarten gibt es verschiedene Töne, die gut klingen. Und es gibt Töne, die richtig schlecht klingen. Diese kleine Box ist jetzt also dafür da, zu gucken, ob ich mit meiner Stimme auf einem grünen oder auf einem roten Feld lande. Und wenn ich auf einem roten Feld bin, dann schiebt diese Box meine Stimme zum nächstgelegenen grünen Feld. Wenn ich jetzt also bewusst falsch singe, da, 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 dann macht die Box daraus, da, 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 da. So kann also jeder richtig singen. Stellen wir die Box jetzt allerdings mal in eine andere Tonart. Klingt das Ganze auf einmal so. Da, 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 da. Et voilà. Das ist, was bei Madonna passiert ist. Madonna kann also nicht singen. Sie konnte sich auch bestens hören, aber wahrscheinlich benutzt man dieses Argument, weil das mehr Leute verstehen. Aber einzig und allein war ihr Problem, ihr Verhängnis, Autotune. Ich hoffe, ihr Tontechniker ist noch während des Auftritts geflohen.